Jo moin Leute und herzlich willkommen zum kleinen Informationsvideo über das Summer Special DLC, denn es ist heute am 11.08.2020 erschienen. Wie geil ist das denn? Und in diesem Video zeige ich euch einfach mal alles, was wir bisher von diesem DLC erhalten haben. Und zwar, wenn ihr das erste Mal in GTA joint, werdet ihr irgendwann oben links eine Meldung bekommen, dass ihr neue Fahrzeuge aus dem Los Santos Summer Special DLC kaufen könnt, und zwar auf Legendary Motorsport South San Andreas. Und Leute, haltet euch fest, Benny Original Motorworks. Das bedeutet, wir haben neue Bennys Fahrzeuge. Wie geil ist das denn? Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal nach der Reihe und zeige euch mal jedes Auto inklusive Tuning. Und werde natürlich auch zu jedem Auto selbst sagen, ob sich das Auto lohnt oder ob man sich das Geld echt sparen kann. Aber bevor wir mit dem Video loslegen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Aber ich würde mal sagen, let's go. Aber bevor wir zu den Autos kommen, seht ihr jetzt hier schon im Hintergrund, dass ich vom Kapitän angerufen werde. Denn wenn ihr eine Yacht besitzt, könnt ihr nämlich jetzt auf einmal Missionen vom Kapitän spielen. Das bedeutet, ihr könnt den Kapitän später anrufen, Missionen einfordern und deren Mission auch spielen. Und by the way, Leute, gerade gibt es dafür doppelt Geld und doppelt RP. Als erstes zeige ich euch erstmal die geilen Bennys Fahrzeuge. Denn als erstes nehmen wir uns mal den Albany Manana, denn es ist einer der günstigsten Lowrider aller Zeiten. Denn $10.000 ist jetzt tatsächlich nicht viel für ein Auto. Und ja, by the way, Leute, das Auto könnt ihr auch auf der Straße finden. Deswegen schauen wir uns doch mal an, was wir denn alles so tunen können in Benny Original Motorworks. Wie ihr hier seht, Leute, ist das Tuning relativ normal. Was bedeutet normal? Naja, es ist irgendwie Copy-Paste von alten anderen Lowridern. Die Designteile sind natürlich ein bisschen anders, ein bisschen neu, aber so allgemein Innenraumausstattung und sonst alles pipapo, was ja bei Bennys Original Motorworks ja total normal ist, ist hier leider mit drin. Das Auto ist jetzt nicht wirklich krass besonders, wie ihr hier auch im Hintergrund seht. Es ist halt ein Lowrider für relativ wenig Geld. Also wer generell kein Geld besitzt, einen Lowrider unbedingt mal haben möchte, damit rumhüpfen möchte, etc., 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 kann sich natürlich dieses Auto kaufen, da es das mit einer der günstigsten Lowrider sind, die es aktuell gibt. Aber wirklich besondere Features hat es halt eben so gesehen nicht. Deswegen würde ich hier tatsächlich eher sagen, kauft es nicht, spart euch das Geld für einen geileren Lowrider. Apropos geilerer Lowrider, Achtung Spoiler, das jetzige Fahrzeug ist wirklich geil. Und zwar ist es der Bravado Yoga. Wie alle anderen neuen Lowrider sind diese Fahrzeuge schon GTA-Existenz, aber sie ist halt bei Bennys hinzugefügt worden. Generell ist das Auto ohne Bennys relativ, ja, kacke, um es ehrlich zu sein. Aber Leute, wirklich, durch Bennys wird dieses Fahrzeug mega geil, also wirklich. Das ist absolut heftig, Leute, denn ihr könnt das Auto zum A-Team-Transporter machen. Also ich weiß nicht, wer von euch vielleicht noch die alte Serie A-Team kennt, aber wer das kennt, Leute, für den ist das Auto auf jeden Fall ein Muss. Das Auto könnt ihr so krass verändern und so viele Features reinbauen lassen, dass es nicht mehr normal ist. Also das Auto bleibt auf jeden Fall in meiner Garage stehen. Das Auto ist einfach wirklich mega geil. Und das Lustige ist, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ihr könnt im Transporter tatsächlich hinten einen Fernseher einbauen, Getränke hinstellen, also wirklich, ja, so leicht Pädophilenkarre mäßig, aber es ist halt wirklich das A-Team-Transporter. Also wie krass ist denn das denn bitte? Also ich kann es echt nicht fassen. Das Auto ist mega geil und jeden verfickten GTA-Dollar wert. Wenn ihr einen Lowrider haben möchtet, beziehungsweise das heißt Lowrider, der kann ja nicht hüpfen, aber das Auto ist ein Muss und auf jeden Fall Daumen hoch für den Bravado Yoga. Als nächstes haben wir den Benefactor Glendale auf der Liste. Das ist eine alte Mercedes-Limousine und den können wir jetzt auch zum Lowrider aufrüsten. Und Leute, hier gibt es tatsächlich nicht viel zu sagen. Das Auto sieht generell schon ganz sick aus, aber mal ganz im Ernst, Leute, das Auto kann halt nichts Besonderes, sieht es auch nicht krass aus oder sonst irgendetwas. Also hier würde ich euch auch empfehlen, Leute, spart euch das Geld für ein besseres Auto, denn hier ist nichts Besonderes, wo ich sagen würde, ey, das ist ein Muss, wie beim A-Team-Transporter. Ja, ich mag A-Team-Transporter wirklich sehr gerne. Deswegen, Leute, spart euch das Geld. Hier sage ich einfach mal so mittleren Daumen hoch. Also, ja. Also das Auto bräuchte man jetzt eigentlich nicht als Lowrider. Wenn ich mich irre, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Als nächstes auf unserer Liste haben wir den Bravado Gauntlet Classic. Und ja, Leute, ihr seht es auch schon,
Das Auto sieht heftig aus. Und allein deswegen würde ich euch schon sagen, kauft euch das Auto. Das sieht mega nice aus. Ihr habt dann ein richtiges Rennauto in eurer Garage. Das Auto ist zwar nicht ganz billig, da stimme ich euch zu, aber es lohnt sich, denn es ist wirklich ein geiles Auto und ein lustiges Feature auch noch. Es hat Klappscheinwerfer, wenn ihr so ein Bennys Auto umgerüstet habt. Ich meine, wie altmodisch ist das denn bitte? Klappscheinwerfer, ja? Wo leben wir denn? Aber Leute, ist ja auch egal. Es ist einfach oldschool und das Auto sieht einfach aus wie so ein richtiges Dragster-Auto, weißt du? Beschleunigungsrennen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das Auto wird richtig Spaß machen. Und es ist auch sehr schnell, also es könnte auch gegebenenfalls gut für Muscle-Car-Rennen sein. Es ist zwar in der Kurve nicht ganz so stabil, ich glaube, das gehört zum Muscle-Car dazu, aber wenn man ein bisschen geschickt damit fahren kann, kann man, glaube ich, da schon mit gut rennend gewinnen und das auch noch mit Stil, Leute. Was ich persönlich auch noch sehr feiere, Leute, ist einfach die Tuning-Teile von diesem Fahrzeug. Ich meine, ihr könnt einen Spoiler drauf machen vom Phoenix. Ne, dieser mega riesige Spoiler, der sogar höher ist als das Auto selber. Aber das, Leute, das sieht einfach richtig flexmäßig aus. Weißt du, damit könnt ihr wirklich irgendwo hinfahren und sagen, yo, Digga, weißt du. Aber nein, Spaß beiseite. Das Auto ist wirklich mega cool. Optisch 1A. Fahrspaß garantiert und es ist ein Hingucker. Also wenn ihr das Geld übrig habt, holt es euch, auch wenn es im Internet knapp über 600.000 kostet und das Aufrüsten nochmal über 500.000 kostet, dann seid ihr schon mal knapp 1,1 Millionen und das nur fürs Aufrüsten, ne? Da könnt ihr auch schon einen oder anderen Supersportwagen dafür bekommen. Aber Leute, ist es trotzdem ein Top-Auto. Als nächstes zeige ich euch etwas für Pickup-Liebhaber, denn die Klasse Yosemite, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, denn den könnt ihr auch nochmal verändern. Ich meine, den gibt es ja schon in der Drift-Version und in der normalen kleinen Pickup-Version, aber jetzt gibt es dann auch noch in der Outdoor-Pickup-Version und zwar in der Bennys-Form. Das Auto könnt ihr auch wirklich krass gut verändern. Ihr könnt da wirklich, wirklich, wirklich viele Tuning-Teile dran bauen. Also mir gefällt das persönlich das Fahrzeug auch sehr, weil man da wirklich viel verändern kann und das Auto wirklich Outdoor-mäßig ist. Also ich mag Autos, womit man auch mal, ich sag's mal, durch die Wüste fahren könnte oder durch den Wald oder sonst irgendwas. Deswegen feiere ich das persönlich, das Auto sehr, aber ne, wirklich besonders ist es jetzt leider aber auch nicht, würde ich sagen. Also ist jetzt nicht so, wo ich sage so, oh mein Gott, das Alter, sieht das krass aus. Ne, das sage ich jetzt nicht. Ne, nicht so wie eben beim Grand Prix Classic, der ja wirklich krass war. Ne, hier ist es eher so, ist nicht schlecht, aber auch nicht krass. Ne, es ist eher so gut. Deswegen ist das so eine Art leicht Daumen nach oben bis Mitte Daumen, aber auch schon gute obere Hälfte. Der Preis, ja gut, ob es das einen wert ist, naja, also teuer ist es schon, aber man bekommt auch was fürs Geld. Ist auf jeden Fall vertretbar, würde ich sagen. Das letzte Bennys Fahrzeug auf unserer Liste ist ein Fahrzeug, wo wir schon länger wussten, dass es mal ein Bennys Fahrzeug wird, nämlich der Vapid Peyote. Warum wussten wir das schon länger? Denn wenn ihr in Bennys reinfahrt, werdet ihr auch da sehen, dass das Auto da auf der Tribüne steht. Deswegen wussten wir schon seit Release von Benny, dass wir dieses Auto später als Lowrider haben werden, haben uns aber immer gefragt, wann denn? Und Leute, jetzt ist es soweit, wir haben's. Das Auto können wir im Internet für geschmeidige 38.000 Dollar kaufen, ist relativ günstig und Leute, ich muss sagen, die Vorfreude ist leider nicht berechtigt. Warum leider nicht berechtigt? Ich meine, die Tuning-Teile, die wir an diesem Fahrzeug dran machen können, die hatten wir auch schon vorher. Ne? Alles, was richtig krass aussieht, konnten wir schon in Alice Customs an diesem Fahrzeug drauf tun. Was wir jetzt halt noch ändern können, ist halt natürlich die Innenausstattung, die Hydraulik etc. etc. Aber generell so optische Tuning-Teile gab es schon vorher, deswegen ist dieses Auto relativ lasch behandelt worden, finde ich persönlich. Also die haben sich da nicht wirklich viel Mühe gegeben, haben gesagt, hat er schon ein paar Tuning-Teile, machen wir noch die Standard-Bendy-Teile und das dürfte reichen. Nein, eben nicht, Leute. By the way, Leute, Rockstar hat ja insgesamt in diesem DLC erstmal 14 Fahrzeuge freigeschaltet. Es werden natürlich später noch mehr kommen, komme ich gleich dazu. Aber Leute, die sind auf jeden Fall mal freundlich zu uns. Warum freundlich? Wir dürfen noch eine 10er-Garage kaufen, beziehungsweise ein Apartment mehr. Das bedeutet, wir können jetzt hier einfach auf Dennis die 8 gehen, uns irgendein Apartment-Garage etc. kaufen und wir haben auf einmal, tada, einen freien Stellplatz und darauf können wir es dann kaufen. Wie geil ist das denn? Das ist ziemlich praktisch für die Leute, die sowieso volle Garagen haben, so wie ich, und deswegen ist es relativ praktisch. Deswegen drängt dran, Leute, ihr dürft noch eine Garage kaufen, deswegen verkauft nicht eure ganzen Autos. Mit ihr Platz habt, braucht ihr nicht, denn wir können eine Garage holen.
Denn als nächstes schauen wir uns jetzt mal die Autos auf South San Andreas an und schauen mal, was da so hübsche Fahrzeuge sind. Sind die gut? Sind die schlecht? Wir werden es sehen. Das erste Auto, was wir uns genau anschauen auf der South San Andreas Seite, ist der Imponte Dieter Dukes. Ja Leute, das Auto an sich existiert schon in GTA Online und zwar der Imponte Dukes und der Duke O'Death. Und das ist einfach ein weiteres Auto aus dieser Familie, denn das Auto ist kaputt. Keine Sorge Leute, ihr könnt damit schon fahren, aber ihr seht ja schon, dass es ein bisschen demoliert ist an Stoßstangen vorne und hinten. Und nein Leute, ich bin jetzt nicht gegen eine Hauswand, Ampel, Baum etc. gefahren, das ist einfach so. Ihr könnt das zwar generell in Alice Customs wieder wegtunen, wenn ihr es nicht haben möchtet, aber Leute, das Auto ist richtig ranzig, wenn ihr es kauft. Ne? Also die Innenausstattung ist so, als würdet ihr ein altes, kaputtes Auto aus der Wüste fahren. Und das könnt ihr auch so beibehalten. Es gibt auch Designs mit Rost, Schrott etc. Also ihr könnt das Auto richtig herablassend auftunen. Aber in meinem Fall habe ich es mal nicht gemacht. Aber theoretisch könnt ihr daraus das richtige Rattenauto machen, was es wiederum eigentlich ganz lustig macht. Aber in meinem Fall brauche ich es jetzt nicht. Und das Auto generell würde ich eher sagen, braucht man nicht. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das Auto an sich existiert ja eigentlich 1:1 schon. Ich meine, die Tuning-Teile hat man hier natürlich mehr als beim originalen Imponte Dukes. Der hat weniger Tuning-Teile. Aber generell ist das Auto von den Sachen dasselbe. Deswegen würde ich sagen, Leute, ihr braucht es jetzt hier nicht zu kaufen. Es ist, ja, nichts Besonderes. Auch wenn das irgendwie komisch klingt, aber ist einfach so. Und das nächste Auto auf unserer Liste ist der Dunreary Landstalker XL für 1,2 Millionen GTA-Dollars und Leute, das für ein SUV. Das ist schon ziemlich komisch und extrem teuer und das Coole an diesem Fahrzeug ist, ihr habt ein Panoramadach und das ist es. Da ist kein Und. Das Auto ist viel zu teuer. Also wirklich, besteht das Auto aus Gold oder was? Das ist 1,2 Millionen kostet. Also mal ganz im Ernst. Das ist viel zu hoch für dieses Auto. Es ist nicht das schnellste SUV, es ist nicht das schnellste irgendwas, es ist nicht das beste von irgendwas, es ist einfach überteuert hoch 10. Also mal ganz im Ernst, Leute, dieser Preis ist nicht realistisch. Aber by the way, Leute, beim Tuning, ihr habt jetzt in Los Santos Customs eine neue Felgenart, und zwar die Felgenart Straße. Die Felgen sind generell alle sehr nice, und das Besondere an dieser Felgenart, wenn ihr davon einen Reifen aufrüstet, könnt ihr die Reifenmuster wie bei einem Formel 1 Reifen verwenden, ne? Das seht ihr auch hier später im Tuning. Das bedeutet, ihr könnt mit diesen Felgen neue Reifenmuster auf eure Fahrzeuge drauf tun, was generell eigentlich ziemlich cool ist. Das so, by the way, aber das Auto an sich, komplett scheiße, Daumen runter, kauft es nicht, viel zu überteuert, da beißt euch nur die Zähne aus. Wenn wir schon beim Thema überteuert sind, ist das nächste Auto genau das Richtige für euch, nämlich den BF Club. Das ist ein ziemlich alter Golf, generell eigentlich schon ziemlich cool, dass er jetzt in GTA Online verfügbar ist, aber für 1,28 Millionen GTA-Dollars. Ich meine wirklich, Leute, das Auto ist natürlich jetzt ein Oldtimer, hat einen gewissen Kultstatus, aber wenn ich jetzt auf mobile.de nach diesem Auto suche, wird er nicht 1,28 Millionen GTA-Dollars kosten. Oder Dollar oder Euro oder sonst irgendwas. Ich meine, warum dieser Preis? Aber Leute, okay, ne, der Preis ist wirklich zu hoch, aber dafür sind die Tuning-Teile bei diesem Auto wenigstens etwas Cooles. Etwas, wo man wirklich sagen könnte, okay, krass. Ne? Also im Endeffekt, ihr könnt das Auto praktisch komplett aus Carbon machen oder mit Stickern voll machen. Es ist ein Kompaktwagen, also es ist einfach ein lustiges Auto. Das Auto als Fun-Fact kann man eigentlich in die Garage stellen, aber sollte man nur machen, wenn man auch das nötige Kleingeld hat, weil das Auto in der Anschaffung ist doch dezent teuer. Also wirklich, man kriegt dafür sogar Supersportwagen. Was will man so mit einem Kompaktwagen? Das ist mal ohne Scheiß. Deswegen ist es hier so ein mittlerer Daumen. Und das nächste Auto, was hinzugefügt wurde, ist der Maibatsu Penumbra FF. Ja, das Namen ist tatsächlich ein bisschen schwer auszusprechen und kostet natürlich auch 1,3 Millionen GTA-Dollars. Ich meine, das ist ja heutzutage normal. Aber das Auto ist ein kleiner Sportwagen und der sieht wenigstens nach was aus. Das Auto hat wenigstens Stil und deswegen würde ich hier schon mal vorab sagen, kann man kaufen, sieht gut aus, hat schöne Tuning-Teile, kann man zum fletten Straßenflitzer umtunen, optimal. Ne, aber ansonsten, aber das Schnellste seiner Klasse wird er jetzt aber auch nicht. Muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Das ist ein schöner Sportwagen für die Garage, für so eine Open Lobby. Aber für Rennen ist dieses Fahrzeug tatsächlich ungeeignet. Auch wenn ich sagen muss, dass dieses Blumendesign mich schon irgendwie sehr angetan hat. Ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus. Aber
Es ist, wie es ist. Das Auto, es sieht nice aus, ist aber einzig nicht zu gebrauchen. Das letzte Auto auf der South San Andreas Seite, wo ich auch vergessen hatte aufzunehmen, wie ich den gekauft habe, ist der Canis Seminole Frontier für $678.000. In Hoffnung, dass ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Das Auto gehört auch zur Klasse SUV und das Auto an sich ist auch nichts Besonderes. Es ist jetzt nicht weltbewegendes. Was ich ziemlich cool finde an diesem Auto, das muss ich den Auto tatsächlich lassen, es gibt ein Design drauf, wo du Dreck am Auto hast, dass das Auto einfach wirklich schmutzig ist. Also das finde ich persönlich einfach ziemlich cool. Ja, als würde man dadurch einfach durch den Schlamm fahren, obwohl man eigentlich nur in der Stadt war, hat schon irgendwie was Lustiges. Deswegen, das Design gefällt mir, das Auto ist eigentlich, naja, kann man kaufen, sollte man, aber eher weniger, wenn man nicht genug Geld auf der Kante hat. Denn das Auto hilft euch so generell sehr wenig. Und jetzt gehen wir noch zur letzten Internetseite, wo noch Autos aus dem DLC zu finden sind, und zwar auf der Legendary Motorsport Seite. Und das erste Auto ist wirklich legendär, und zwar ist es die Coquette DC. Ein Auto, worauf ich mich persönlich wirklich sehr freue. Das Auto hat einfach Stil. Also wirklich, das Auto sieht einfach 1A aus und alleine deswegen sollte man sich dieses Auto zulegen. Das Auto sieht einfach absolut heftig aus und vor allen Dingen die Werte von diesem Auto sind auch optimal. Das bedeutet, es könnte wirklich gut sein, dass dieses Auto für Sportwagenrennen geeignet ist. Es ist zwar traktionstechnisch doch ein bisschen schwierig zu kontrollieren, aber mit ein bisschen fahrerischen Können, Geschick, sollte es machbar sein, dieses Auto zu beherrschen. Und allein, dass es so gut aussieht, und ja, ich wiederhole mich, Leute, das Aussehen macht es alleine schon, dass ich sage, kauft euch das Auto, genießt das Auto ist einfach heftig. Also Top-Empfehlung vom Bombard, würde ich sagen. Das nächste Auto auf unserer Liste ist uns sogar schon bekannt, da Rockstar Games dieses Auto benutzt hatte, um zu bestätigen, dass bald ein Update kommt, und zwar ist es der Lamborghini Trigon. Nichts ohne weiteres dahinter, einfach nur Trigon. Das ist ein Supersportwagen und das Auto ist auch tuningtechnisch eigentlich ziemlich cool. Hat jetzt nicht krass viele Tuningteile, aber ich finde vor allem der Spoiler kann sich sehen, dass man diesen Auto, und das Auto ist auch tatsächlich recht flott unterwegs. Ich meine, es ist ein Supersportwagen, muss ja. Ob es der neue Rennwagen wird, bezweifle ich tatsächlich hier gerade stark, da der Krieger da, glaube ich, noch ein Tick besser ist. Aber für die Garage und einfach so in der Open Lobby ist dieses Fahrzeug auf jeden Fall ein Hingucker und kann man sich auf jeden Fall mal zulegen, würde ich sagen. Das nächste Auto und das vorletzte Auto auf unserer Liste ist so gesehen ein Formel 1 Auto. Okay, nicht ganz, es ist ein Indycar Auto eigentlich, aber es gehört trotzdem zur Open Wheel Klasse. Und zwar sieht das schon sehr nach einem Formel 1 Auto aus. Ich sage, es ist ein Formel 1 Auto, andere sagen, nee, ist es nicht. Ist auch im Endeffekt egal, denn das Auto könnt ihr natürlich auch wiederum bei Alice Customs auftunen und der Einkaufspreis liegt knapp bei 3 Millionen GTA-Dollars. Es ist nicht günstig, das ist alles andere als günstig, aber das ist ja für diese Autos bei dieser Klasse sowieso normal. Die Tuningteile sind recht gleich wie bei den vorherigen Formel 1 Autos, die hinzugefügt wurden. Ob die jetzt besser oder schlechter sind, müsste man mal testen, aber so einen großen Unterschied dürfte es, glaube ich, jetzt hier nicht geben. Deswegen, Leute, wenn ihr Bock habt auf mehrere unterschiedliche Formel 1 Autos, sage ich jetzt einfach mal, dann könnt ihr auf jeden Fall diesen zulegen. Aber Leute, legt euch doch lieber den anderen zu, den ich euch jetzt zeige, nämlich das letzte Auto aus Legendary Motorsport ist nämlich ein Benefactor. Das bedeutet ein Mercedes Formel 1 Auto. Und da, Leute, finde ich persönlich den Front-Spoiler wirklich mega cool gemacht. Das ist recht künstlerisch. Wie soll ich anders sagen? Es sieht einfach anders aus. Und dieses andere finde ich eigentlich total cool. Und deswegen sage ich euch eher, Leute, holt euch diesen Benefactor. Der sieht einfach besser aus, finde ich. Und es ist auch ein Mercedes. Und das war es dann eigentlich auch schon von allen Autos. Ich habe euch alle 14 Autos gezeigt. Und ich bin tatsächlich knapp 28 Millionen GTA-Dollars losgeworden bei diesem Update, kann man sagen. Und das ist wirklich verdammt viel, Leute. Und jetzt eine kleine Warnung an euch, Leute. Normalerweise ist es ja so, dass Rockstar Games in Wochen noch ein paar andere Autos freischalten wird. Und so wie ich das jetzt hier mitbekommen habe, stimmt das nicht. Tatsächlich haben wir jetzt alle Autos jetzt in diesem Update einfach direkt freigegeben, haben es ja direkt alle 14 Autos gegeben. Und in den nächsten Wochen können wir so gesehen nichts Neues an Fahrzeugen erwarten. Vielleicht irre ich mich ja auch, aber soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist das scheinbar so. Und das ist schon ziemlich heftig, Leute, das ist irgendwie komisch. Ich meine, es ist auch komisch, dass das Update jetzt wieder am Dienstag gekommen ist. Normalerweise kam es ja am Donnerstag oder ganz früheren Zeiten, wo es noch kein Red Dead Redemption Online 2 gab. Da
vorher kam das ja auch immer Dienstag, dann wurde es aber auf Donnerstag verschoben. Auf jeden Fall ist das irgendwie gerade ein bisschen komisch bei Rockstar Games, als hätten wir Red Dead Online irgendwie aufgegeben. Deswegen, die nächste Zeit wirkt irgendwie spannend. Aber Leute, jetzt noch ein paar andere kleine Informationen zu diesem Update bzw. Summer Special DLC. Dieses Summer Special DLC, wie ihr gemerkt habt, hat kein Thema, sondern es ist ein Mischmaß aus allen irgendwie irgendwo, ne? Es hat was mit Formel 1 Autos zu tun, es hat was mit Bennys zu tun, es hat was mit den Missionen zu tun, es gibt Siegermissionen, es gibt Kapitänsmissionen. Und by the way, Leute, wenn ihr alle Kapitänsmissionen macht, kriegt ihr das Kapitänsoutfit. Deswegen macht auf jeden Fall die Mission, um das geile Outfit zu bekommen. Und ja. So, es gibt natürlich auch noch ein paar Kleidungsstücke, die ich euch jetzt hier leider nicht aufgenommen habe, aber generell neue Outfits, die von Rockstar kreiert wurden, gibt es tatsächlich hier nicht. Das habe ich nachgeschaut. Neue Frisuren habe ich jetzt auch keine entdeckt. Tattoos weiß ich jetzt leider nicht genau, weil ich nicht so der Tattoo-Typ bin. Aber Leute, generell ist dieses Update relativ klein gehalten. Ich meine, es waren ja nur 2 GB, die hier runtergeladen wurden. Deswegen kommt jetzt hier tatsächlich nicht viel mehr hinzu. Was aber wohl trotzdem noch hinzugefügt wurde, wurde eine neue Schatzsuche in GTA Online. Und zwar müsst ihr 10 Filmrequisiten finden. Aber dazu werde ich nochmal ein separates Video hochladen, wo die ganzen Standorte sind von den Requisiten, die ihr braucht, um eine gewisse Belohnung zu erhalten. Aber Leute, das war's erstmal. Aber ich hoffe, euch hat das kleine Informationsvideo über dieses kleine Summer Special DLC gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und am besten auch noch ein Abo. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.